الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister im Islam, heute werden wir unsere Sira-Reihe fortsetzen, welche wir vor zwei Wochen mit einer Einführung zur Sira begonnen hatten. Und wir werden uns heute insha'Allah ta'ala mit folgenden Punkten beschäftigen. Erstens wollen wir noch den Aspekt zu Ende führen, den wir letztes Mal nicht zu Ende führen konnten, nämlich die Quellen der Sira. Wir haben uns mit allen Quellen beschäftigt gehabt, mit Ausnahme der Hauptquelle für die Sira, und zwar die Sira-Bücher selbst. Zweitens werden wir uns heute insha'Allah ta'ala mit der auch den Umständen beschäftigen zur Zeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, in was für eine Zeit unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überhaupt zum Propheten berufen wurde und wie die Umstände der damaligen Welt ausgesehen haben zur Zeit unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann, wenn wir noch Zeit haben sollten, was ich nicht glaube, aber wenn wir noch Zeit haben sollten, werden wir auf zwei wichtige Ereignisse eingehen, welche sich vor der Geburt unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgespielt haben. Und zwar einmal die Wiederentdeckung des Brunnens Zemzem durch den Großvater unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Und zweitens das Jahr des Elefanten oder besser gesagt das Ereignis des Elefanten. Ich gehe davon aus, dass wir das wahrscheinlich erst bei dem nächsten Unterricht ansprechen werden können, aber ich wollte es schon einmal vorausgesagt haben. Wir hatten uns ja das letzte Mal mit den Quellen der Sira beschäftigt gehabt und wir haben uns auch mit dem Begriff der Sira auseinandergesetzt gehabt und auch aufgezeigt, wieso es wichtig ist, sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinem Leben, seiner Vita auseinanderzusetzen. Und jetzt insha'Allah ta'ala kommen wir zu der Hauptquelle für die Sira. Und die Hauptquelle der Sira, aus der wir heutzutage die Ereignisse und die Chronologie unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam oder aus dem Leben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entnehmen, sind die sogenannten Kutub al-Sira oder Kutub al-Maghazi. Kutub al-Sira oder Kutub al-Maghazi. Die Bücher der Sira oder die Bücher der Maghazi. Über den Begriff Sira haben wir bereits gesprochen. Wir haben gesagt, Sira kommt von Sara, Yasiru, Saira. Das heißt, dass man einen Weg einnimmt, sich auf einem Weg befindet, auf diesem Weg reist. Und im Grunde genommen Sira nichts anderes bedeutet als ein Lebensweg, den ein Mensch eingenommen hat. Und wenn wir im Allgemeinen über die Sira sprechen, dann handelt es sich immer um den Lebensweg, der für alle Menschen als Muster und Beispiel gelten soll, nämlich den Lebensweg unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was bedeutet aber jetzt der Begriff Maghazi? Und warum wurde er verwendet? Der Begriff Maghazi geht auf Maghza zurück.
Und davon lässt sich auch das Wort Ghazwa ableiten. Und wenn ich den Begriff Ghazwa höre, dann weiß ich, dass es sich hierbei um eine Unternehmung handelt, eine militärische Unternehmung, an der unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beteiligt gewesen war. Man könnte einfach auch sagen, eine Schlacht. Also jene Bücher, welche sich mit den Schlachten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auseinandergesetzt haben. Und der Grund, warum einige der Sire-Bücher Marazi heißen, ist, dass viele Gelehrte sich gerade mit diesen Schlachten auseinandergesetzt haben, weil sie eine wichtige Rolle im Leben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dargestellt haben. Und nochmal etwas anderes widerspiegeln, nämlich, dass sich diese Da'wah, das heißt die Botschaft unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nicht leicht verbreitet hat, sondern auf Widerstand gestoßen ist. Und zwar auf sehr, sehr starken Widerstand. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und die Muslime immer wieder diese Botschaft verteidigen mussten. Und in vielen Fällen auch mit der Waffe verteidigen mussten. Und mit ihrem Leben verteidigen mussten. Und das lehrt uns doch einmal etwas sehr, sehr Wichtiges als Muslime. Und zwar, dass diese Botschaft zu uns gelangt ist auf einem sehr beschwerlichen Weg. Und dass wir die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala nicht wirklich verstehen können, wenn wir nicht die Natur dieses Weges verstehen. Und Allah ta'ala, er zeigt immer wieder an unterschiedlichen Stellen im Koran, dass keiner diesen Weg verstanden hat, wenn er nicht genauso geprüft wird, wie diejenigen, die vor ihm gewesen sind. Und deswegen sagt Allah Ta'ala beispielsweise, es gibt viele Beispiele im Koran, Alif Lam Mim, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Glauben etwa die Menschen, dass sie sagen können, wir glauben, und gelassen werden zu sagen, wir glauben, ohne dass sie durch Versuchungen geprüft werden? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Schaut mal immer wieder dieser Bezug zu den vorherigen Gemeinschaften. Und wir haben wahrlich schon jene geprüft, die vor ihnen waren. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Auf das Allah jene kennt, welche aufrichtig sind. Und Allah kennt sie ohnehin. Aber Allah Ta'ala, er will es ihnen noch einmal vor Augen halten. Weil Allah ist gerecht und er wird keinen Menschen für etwas zur Rechenschaft ziehen, was er nicht getan hat. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Auf das Allah jene kennt, welche aufrichtig gewesen sind, und auf das Allah wen kennt? Die Kadhibin, die Lügner, die ihren Glauben nur vorgeschoben haben. In Surat al-Hajj sagt Allah Ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Und unter den Menschen gibt es welche, die Allah Ta'ala an einer Kante anbeten. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Wenn ihm Gutes zustößt, ist er beruhigt. Dann ist der Weg gut. Ist ein einfacher Weg. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Aber wenn er durch eine Versuchung geprüft wird, dann fällt er auf sein Gesicht. Dann fällt er auf sein Gesicht, er macht nicht weiter. Er hat das Diesseits und das Jenseits verloren. Und dies ist der offensichtliche Verlust. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Glaubt ihr etwa,
Allah Ta'ala, er sagt das, er spricht die Gläubigen an. In Surat Baqarah, Am hasibatum an tadkhulu al-jannah. Glaubt ihr etwa, dass ihr das Paradies betreten werdet? Ohne dass euch das geschieht, was jenen geschehen ist, die vor euch waren. An tadkhulu al-jannah, walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Massatum al-ba'sa wa-d-dara. Al-ba'sa und al-dara. Al-ba'sa kann so viel wie Gewalt heißen, kann Erschwernis heißen, Bedrängnis. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ Und jetzt hört mal, was Allah sagt. وَزُلْزِلُوا Was heißt denn وَزُلْزِلُوا? Was heißt denn وَزُلْزِلُوا? Sie wurden erschüttert, sie wurden einem Beben ausgesetzt. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ Bis der Gesandte sagt. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ Und diejenigen, die gläubig sind mit ihm. مَتَى نَصْرُ اللَّهِ Wann kommt endlich der Sieg Allahs? Und jetzt gibt Allah uns Hoffnung. Ella inna nasallallahi qarib. Wahrlich, der Sieg Allahs ist nah. Und ich glaube, das muss uns auch mal klar sein. Es ging nicht darum, dass diejenigen, welche die Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesammelt haben, das werden wir gleich sehen, sich nur auf die Schlachten konzentriert haben. Nein. Aber es geht um unter anderem diesen Aspekt, dass wir diesen Weg und die Natur und den Charakter dieses Weges verstehen. Es ist nicht immer ein leichter Weg. Ich meine, auch hier werden wir geprüft. Im Alltag. Ich werde angepöbelt, weil ich ein Kopftuch trage als Schwester. Ja, ich kann bestimmten Arbeiten nicht nachgehen. Es ist bei weitem noch nicht das, was den Gefährten, Radwanullahi alaihim, geschehen ist. Aber ich muss verstehen, das gehört dazu. Natürlich ist es einfacher, für eine Frau ohne Kopftuch. Und es gab ein interessantes Interview, was hier von Datteltäter gemacht wurde. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Mit einigen Schwestern, die Kopftuch getragen haben und es dann wieder abgelegt haben. Und viele von ihnen, ich habe es jetzt wirklich nur gehört, sollen gesagt haben, dass vieles jetzt leichter im Alltag ist und dass sie nicht mehr so auffallen. Natürlich ist es leichter. Wer sagt denn, dass es nicht leichter ist? Aber nur weil es leichter ist, heißt es nicht immer, dass es deswegen richtiger sein muss. Manchmal gehört es auch dazu, ohne irgendjemanden einen Vorwurf zu machen hier. Ja? Irgendeiner Schwester einen Vorwurf zu machen, weil sie keinen Kopftuch trägt. Nein, das geht gar nicht darum. Es geht nur darum, dass wir verstehen, manchmal gehört es auch dazu, wenn ich ein Muslim bin, dass ich geprüft werde, indem ich auf Widerstand stoße. Das gehört einfach dazu. Und das, was wir hier erleben in Deutschland, ist nur ein Bruchteil dessen, was andere Geschwister erleben, auch in unserer heutigen Zeit. Und was die Sahaba radwanullahi alayhim zur Zeit unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an eigenen Leibe erleben mussten. Und sogar unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam selbst. Und dementsprechend werden diese Bücher oder diese Werke, die als Hauptwerke für die Quelle, also als Hauptquelle gelten, für die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, als Kutub al-Maghazi bezeichnet. Und sehr, sehr interessant, was die Gelehrten unter anderem und die At-Tabi'un unter anderem über die Wichtigkeit der Maghazi gesagt haben. Hört mal, was zum Beispiel der große Imam in der Hadith-Wissenschaft, Az-Zubri, er hat noch vor Al-Bukhari gelebt. Das ist der Imam gewesen, was die Hadith-Wissenschaft betrifft. Ibn Shihab Az-Zubri. Viele Hadithe gehen über ihn. Und er sagt, في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. In der Wissenschaft der Maghazi, der Schlachten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, liegt das Wissen für das Jenseits, und er nennt erst das Jenseits und das Diesseits. Ich lerne vieles vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam und von diesem Weg, den ich ebenfalls gehen muss. Und deswegen haben schon die ersten Generationen diese Maghazi und immer allgemein die Sira unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam so überliefert
und ihren Kindern so beigebracht, wie sie den Koran beigebracht haben. Hört mal, was einer der Tabi'un sagt, Ismail ibn Muhammad ibn Sa'd. Er sagt, كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه ويقول يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها يا بني عفوا يا هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. Er sagte, unser Vater, er hat uns die Schlachten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gelehrt und sie aufgezählt. Und auch seine Saraya, das heißt die Unternehmungen, an denen er nicht teilgenommen hat. Und wir kommen nachher noch, insha'Allah ta'ala, das machen wir dann, wenn wir anfangen, über die medinensische Phase zu sprechen, machen wir nochmal, zeigen wir nochmal den Unterschied, genau den Unterschied auf zwischen einer Ghazwa und einer Sariya und wie viele Ghazawat es gab und wie viele Saraya es gab. Das machen wir noch, insha'Allah ta'ala. Und er hat uns die aufgezählt und er hat dann gesagt, oh meine Söhne, das ist der Stolz sozusagen, Ma'athir. Das ist der Stolz eurer Väter. So lasst ihn nicht verloren gehen. So lasst ihn nicht verloren gehen. Das ist der Stolz eurer Vorväter. Das müsst ihr lernen. Und deswegen ganz wichtig für uns heutzutage, meine lieben Geschwister. Einige von euch haben schon Kinder. Andere werden insha'Allah ta'ala irgendwann mal Kinder bekommen. Andere, die noch keine Kinder haben, haben vielleicht jüngere Geschwister. Anstatt dass ich meinen Kindern als gute Nachtgeschichte irgendeine Geschichte erzähle, die ich mir selbst ausdenke, die es so nie gegeben hat, warum erzähle ich meinem Kind nicht als gute Nachtgeschichte die Sira meines Propheten sallallahu alaihi wasallam und Gegebenheiten aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sodass mein Kind oder meine Kinder aufwachsen mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das, was sie konnten, können wir genauso tun. Und Alhamdulillah, wir werden gleich noch sehen, es gibt so viele, auch auf Deutsch, so viele Werke, wo wir etwas über die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam nachlesen können, sodass keiner mehr sagen kann, ich weiß nicht, woher ich die Informationen nehmen soll. Nein, das ist alles klar. Wir werden euch heute, insha'Allah ta'ala, werde ich euch heute einige Bücher auch zeigen, wo ihr die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr schön nachlesen könnt. Und dann von Ali ibn al-Hussein, also der Sohn von al-Hussein alaihi salam, der Sohn, sozusagen der Enkel von Ali ibn Abi Talib, er sagte, كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وصراياه كما نعلم السورة من القرآن. Wir haben die Schlachten des Propheten صلى الله عليه وسلم und seine Unternehmungen, seine Saraya genauso gelehrt, wie wir den Koran gelehrt haben oder eine Sura aus dem Koran. Und da sehen wir, wie wichtig das ist. Weil das ist die praktische Umsetzung des Korans, die wir jetzt das letzte Mal aufgezeigt haben. Und da sehen wir, dass der Begriff Marazi eine wichtige Rolle gespielt hat und dass viele der Bücher, welche sich mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam auseinandergesetzt haben, als Kutub al-Marazi, die Bücher der Schlachten, bezeichnet wurden. Und auch das bekannteste Buch, wie wir gleich sehen werden, insha'Allah ta'ala, und das wichtigste Nachschlagewerk für die Sira unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber kommen wir ganz kurz, und das machen wir wirklich nur ganz kurz, insha'Allah ta'ala, auf die Entwicklung der Niederschrift der Sira unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und da sehen wir, dass es schon relativ früh begonnen hat. Und zwar hat es schon begonnen bei den Söhnen der Gefährten unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und zwar die großen Tabi'un. Und einer der wichtigsten unter ihnen ist Aban ibn Uthman ibn Affan gewesen. Der Sohn von Uthman ibn Affan. Er ist im Jahr 20 nach der Hijra geboren, hat bis 105 gelebt. Und er gehörte zu den ersten, welche die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam systematisch niedergeschrieben haben. Auch wenn kein Buch von ihm zu uns gelangt ist, wissen wir aber, dass sein Buch, was er verfasst hat, in den anderen Sira-Büchern und Hadith-Büchern aufgenommen wurde. Und er war so bekannt gewesen dafür, dass er sich auskannte,
dass sogar der Kalif Sulaiman ibn Abdilmelik, der umayyadische Kalif, als er die Hajj vollzogen hat, gefragt hat, wer kennt sich am besten hier in Mekka und Medina aus. Ihr müsst euch vorstellen, die umayyadischen Kalifen, wo haben sie residiert? Waren sie in Mekka oder waren sie in Medina gewesen? Nein, in der Scham, ja, haben sie residiert. Das heißt, sie kannten sich teilweise vor Ort nicht richtig aus. Haben das nur gelernt, aber vor Ort waren sie nur zur Hajj oder zur Umrah gewesen. Und auf jeden Fall, als Sulaiman ibn Abdilmelik im Jahr 82 nach der Hijra kam, und er war zu diesem Zeitpunkt Kronprinz gewesen, also noch nicht wirklich Kalif gewesen, kam er in Medina an und die Leute kamen zu ihm und er wollte unbedingt jemanden haben, der ihn in Medina herumführt, also die sogenannten Mazarat, wie wir es heutzutage auch machen. Und wen haben sie dann empfohlen? Aban ibn Uthman. Und es ist sehr, sehr interessant, ja, weil auch heute immer gesagt wird, das sei Bid'a, weiß ich nicht was, was für ein Unsinn ist, das ist keine Bid'a. Es ist sogar eine wichtige Sunde, dass wir diese Orte konservieren für die nachfolgenden Generationen, damit jeder, der dort vor Ort ist, weiß, wo was geschehen ist. Und auf jeden Fall hat dann Aban ibn Uthman ihn genommen und er hat ihn zu Uhud gebracht. Und er hat ihn dann zu unterschiedlichen Orten gebracht, welche eine historische Bedeutung hatten, und hat ihn dann alles gezeigt. Aban ibn Uthman, dann ebenfalls eine wichtige Persönlichkeit von den Tabi'un, welche dann auch die Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert haben, ist Urwa ibn Zubayr. Und wer ist Urwa ibn Zubayr gewesen? Wer war seine Hauptquelle gewesen? Wer ist denn Urwa ibn Zubayr? Seine wichtige Persönlichkeit. Wer war denn das? Na, von wem ist Urwa der Sohn? Ja, Zubayr wer? Ibn Awam. Und mit wem war Zubayr ibn Awam verheiratet gewesen? Wer ist die Mutter von Urwa? Ah, ist wichtig, Leute. Er war verheiratet mit Asma bint Abi Bakr. Also wer war seine Tante gewesen? Hä? Aisha, ganz wichtig. Und Aisha radiallahu anh ist die Lehrerin von wem gewesen? Von Urwa. Und deswegen hat Urwa sehr wichtige Überlieferungen überliefert. Unter anderem die Überlieferung von Hadithat al-Ifk. Ja, diese Verleumdungsgeschichte, die direkt von seiner Tante Aisha gehört. Sie hat ihm alles beigebracht. Und Urwa hat wiederum wichtige Schüler gehabt, zu denen gehören Musa ibn Uqba, ja, der sehr, sehr bekannt gewesen ist, und unter anderem auch Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, von dem wir gerade gesprochen haben. Dann kommen wir jetzt zur wichtigsten Persönlichkeit. Wir wollen jetzt sozusagen das ein bisschen zusammenfassen. Die wichtigste Persönlichkeit im Bereich der Sira, der Imam der Sira überhaupt, weiß das jemand, wer das war? Wer ist der Imam der Sira? Ich meine, wenn wir sagen, wer ist Amir al-Mu'minin im Hadith? Nein, im Hadith. Wer ist sozusagen der Imam im Hadith? Im Hadith. Was? Bukhari. Amir al-Mu'minin im Hadith, Bukhari. Ja, gut. Ja, also es gibt so bestimmte Wissenschaften, ja, wo es ganz herausragende Persönlichkeiten gibt. Und wer ist der Imam in der Sira? Genau, Barak wa Fik. Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq, der 150 nach der Hijra gestorben ist. Also ihr seht, ja, ich habe jetzt nicht genau das Geburtsdatum im Kopf, aber er hat in jedem Fall noch in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte vom ersten Jahrhundert nach der Hijra gelebt. In der zweiten Hälfte vom ersten Jahrhundert nach der Hijra gelebt, also relativ nah an den Ereignissen. Also er hat auf jeden Fall noch die großen Tabi'un miterlebt. Und es könnte sogar sein, dass er in seiner Kindheit vielleicht sogar noch ein paar ältere der Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam miterlebt hat. Also sehr, sehr nah an den Ereignissen und den Geschehnissen zur Zeit unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und Ibn Ishaq, darüber sind sich alle einig. Ja? Er ist der Imam al-Maghazi, wie es Ibn Hajar sagt. Ja?
Ibn Sayyid al-Nas, ein anderer Gelehrter, er sagt, huwa al-umdatu fil babi lana wa li ghayrina. Er ist sozusagen al-umda. Al-umda heißt sozusagen der Chef, ja? Auf den man sich stützen kann, ja? Für uns und für andere. Und ein anderer hat gesagt, man arad al-maghazi fa huwa ayarun ala ibn Ishaq. Wer sich mit dem Maghazi beschäftigen möchte, der ist abhängig von wem? Der ist abhängig von Muhammad ibn Ishaq. Was hat denn jetzt Muhammad ibn Ishaq überhaupt geschrieben? Er hat ein Buch geschrieben, was sehr umfangreich war. Und was aus drei Teilen besteht. Einmal Al-Mubtada, der Beginn. Und er hat bei Adam a.s. begonnen. Also er hat sozusagen mit der Menschheitsgeschichte begonnen. Dann Al-Mab'ath, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann gesandt wurde. Und das zeigt auch, ja, es ging nicht nur um die Schlachten, sondern es ging auch um die anderen Aspekte. Und dann der dritte Teil ist Al-Maghazi. Gut. Haben wir dieses Buch? Gibt es dieses Buch heutzutage oder gibt es das nicht? Was? Gibt es Ibn Ishaq? Sicher? Ja? Man dachte lange Zeit, dass es vollständig verloren ist. Aber woher hatte man dann die Informationen? Man hatte die Informationen von einem anderen Gelehrten, der sein Buch Al-Maghazi zusammengefasst hat. Weil es nämlich sehr, sehr umfangreich gewesen war. Und mit zusammengefasst ist gemeint, dass er insbesondere die Überliefererketten, und das ist auch das, was Ibn Ishaq ausgemacht hat, er war ein Hadith-Wissenschaftler. Er hat einfach nicht nur das überliefert von sich aus, sondern er hat auch Überliefererketten erwähnt. Die hat er gekürzt. Und er hat viele Gedichte herausgenommen aus seinem Buch, also sozusagen aus dieser Zusammenfassung, von denen er gesagt hat, dass sie nicht authentisch sind und nicht wirklich auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder in die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgehen. Und hat den Rest eigentlich beibehalten. Sodass wir die Sira von Ibn Ishaq überliefert bekommen haben, von wem? Von Ibn Hisham. Und deswegen, wenn wir uns heute mit der Sira beschäftigen wollen, dann beschäftigen wir uns meistens mit der Sira von Ibn Hisham. Aber eigentlich stützt sich die Sira von Ibn Hisham auf wen? Auf Ibn Ishaq. Und es ist eine Zusammenfassung von der Sira von Ibn Ishaq. Ein Gelehrter mit dem Namen Muhammad Hamidullah. Kennt jemand von euch Hamidullah? Professor Hamidullah, der hat, es gibt mehrere Bücher von ihm, von ihm übersetzt wurden. Er hat, und es ist ein, jemand, der stammt aus Indien ursprünglich und hat in Frankreich gelebt und es war wirklich ein Gelehrter gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat nur für die Wissenschaft gelebt. Und er war ein großer Islamwissenschaftler und selbst auch praktizierender Muslim. Und er hat dann in unterschiedlichen Bibliotheken, unter anderem in Marokko, aber soweit ich mich entsinnen kann, auch in Paris oder in Berlin, ich war mir nicht ganz sicher, hat er Handschriften gefunden von Teilen aus dem Werk von Ibn Ishaq direkt. Und das Interessante ist, es wurde verglichen mit dem, was Ibn Hisham geschrieben hat, und es gibt eine absolute Übereinstimmung. Und was sagt uns dies? Ibn Hisham hat ungefähr 70 Jahre später gelebt. 218 ist er gestorben. Was sagt uns dies? Dass die Gelehrten, welche etwas angefertigt haben, etwas überliefert haben, sehr genau gewesen sind bei der Überlieferung. Und jetzt konnten wir es vergleichen. Hat Ibn Hisham wirklich das richtig überliefert, was Ibn Ishaq geschrieben hat? Oder hat er sich etwas ausgedacht? Und dadurch, dass wir jetzt Ibn Ishaqs Werk direkt gefunden haben, konnten wir das vergleichen und das stimmt miteinander überein. Und das Schöne ist, und das ist etwas, was uns freut, dass es jetzt auch mittlerweile eine Überlieferung, schon seit einigen Jahrzehnten, eine Übersetzung gibt des Werkes von Ibn Ishaq, was sich dann sozusagen auf das stützt, was Professor Hamidullah gefunden hat. Ins Deutsche. Ich habe das leider nicht dabei, ich habe das eigentlich zu Hause, ich habe es aber nicht gefunden. Das Buch, ja, das gibt es, ist von einem Islamwissenschaftler übersetzt worden, der heißt, wie heißt der nochmal, Gernot irgendwas, kann ich mich jetzt nicht ganz genau daran erinnern, der hat das übersetzt. Das heißt, wenn jemand jetzt auf Deutsch eine der wichtigsten Quellen der Sira überhaupt nachlesen möchte, dann kann er dies tun, indem er sich einfach die Sira von Ibn Ishaq kauft, in deutscher Sprache, in die deutsche Sprache übersetzt,
mit einer sehr guten Übersetzung. Es gibt aber noch andere Bücher, ja, welche in deutscher Sprache verfasst wurden über das Leben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar gibt es jetzt ein neueres Buch, was ich in jedem Fall empfehlen kann, von dem Professor, von dem wir gerade gesprochen haben, Professor Hamidullah, der in französischer Sprache ein Buch geschrieben hat über das Leben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Muhammad, Prophet des Islam, sein Leben, sein Werk, erschien im Patmos Verlag letztes Jahr, soweit ich mich entsinnen kann. Ein sehr ausführliches Buch. Und es zeichnet sich durch die Wissenschaftlichkeit des Autors aus. Also sehr zu empfehlen. Ich habe noch nicht alles gelesen, aber ich habe schon einiges gelesen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Buch, was man in jedem Fall gelesen haben sollte. Es gibt aber noch andere Bücher, welche in deutscher Sprache verfasst wurden. Also einmal haben wir Ibn Ishaq. Dann gibt es ein schönes Buch aus meiner Sicht. Ich habe das, also ich, das ist so ein klassische Sira, ja, von dem Autor Muhammad al-Rasul, der ja einer der ersten ist, der ersten Autoren ist, die in deutscher Sprache etwas verfasst haben. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele Bücher, die Muhammad al-Rasul, der vor, ich glaube, wenigen Jahren gestorben ist, ja, rahmatullahi alayh, hier in Deutschland, der zurückgezogen gelebt hat, ja, der die islamische Bibliothek in deutscher Sprache sehr bereichert hat. Und der hat hier ein Buch geschrieben, Muhammad, Prophet der Barmherzigkeit. Das Schöne an dem Buch ist, aus meiner Sicht, und das kann ich wirklich nur empfehlen, dass man das auch sich kauft, es ist auch nicht teuer, ich glaube, es kostet nur 16 Euro, obwohl es so dick ist, dass man, und man kann es sich sogar kostenlos downloaden im Internet mittlerweile, ja, dass dieses Buch auch sehr, sehr schön aufzeigt, inwiefern der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Barmherzigkeit für die Menschen gewesen ist. Also selbst wenn man mal einen Vortrag vorbereiten möchte über die Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder seinen Kindern etwas erzählen möchte über die Charakterzüge unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann kann ich nur dieses Buch empfehlen, was auch im Übrigen die gesamte Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam umfasst. Ebenfalls ein sehr, sehr schönes Buch, was sich sehr gut lesen lässt, ja, ist das Buch von Martin Links. Martin Links ist ein, soweit ich weiß, englischer Autor, ist ein Konvertit. Er ist Konvertit, ja. Er ist so ein bisschen sophistisch angehaucht, aber er hat ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben, was im Spor Verlag erschienen ist und was sich sehr schön lesen lässt. Er stützt sich auch auf einige Quellen, die nicht ganz authentisch sind, aber es lässt sich sehr, sehr schön lesen, dieses Buch, wie eine Art Roman und ist wirklich in einem sehr, sehr guten Deutsch verfasst. Es ist übersetzt worden aus dem Englischen und ist in einem sehr, sehr guten Deutsch verfasst und in ein sehr gutes Deutsch übersetzt worden. Und dementsprechend kann ich auch wirklich nur empfehlen, dass man dieses Buch sich mal durchliest. Es gibt noch andere Bücher, die jetzt ich nicht dabei habe, welche in deutscher Sprache über die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam verfasst wurden. Es gibt ein Buch von Haeckel. Haeckel hat einen Ansatz, wo er versucht, rationalistisch an die Sira heranzugehen. Ist auch interessant, wie er herangeht. Es ist auch ins Deutsche übersetzt worden. Man kann sich das, soweit ich mich entsinnen kann, sogar auch kostenlos online downloaden auf der Seite Way to Allah. Da gibt es sehr, sehr viele Bücher. Way to Allah. Ja, da gibt es sehr, sehr viele Bücher auf Deutsch, die man sich kostenlos downloaden kann. Ebenfalls gibt es ein Buch von Tariq Ramadan über die Sira des Propheten. Also ich habe es noch nicht gelesen, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe aber gehört, dass es, sage ich mal, einige Aspekte anspricht, die durchaus für den Muslim, der im Westen lebt, interessant sein könnten. Es ist keine typische Sira, aber wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Es gibt mittlerweile auch, wo ist das hier? Eine wissenschaftliche Einleitung. Eine wissenschaftliche Einleitung zur Sira von Amir Jaziri. Ich habe da jetzt schon einiges gelesen in dem Buch. Das ist eine sehr wissenschaftliche Einleitung für Leute, die sich auch interessieren, wie beispielsweise westliche Wissenschaftler sich mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam auseinandergesetzt haben, ist das auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung mit auch einigen nützlichen Karten, die man sich dann anschauen kann.
ja, kann ich auch nur empfehlen, dass man sich das mal inshallah ta'ala besorgt. Das sind so die wichtigsten Bücher, die ich jetzt vorstellen wollte auf Deutsch, dass man im Grunde genommen die Möglichkeit hat, als deutscher Muslim, der der arabischen oder der türkischen oder englischen Sprache nicht mächtig ist, sich alhamdulillah intensiv mit der Geschichte und mit der Lebensgeschichte unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auseinandersetzen kann. Nach dieser Einleitung kommen wir zum nächsten Punkt, inshallah ta'ala. Und zwar wollten wir uns ja damit beschäftigen, wieso eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala gerade die arabische Halbinsel auserwählt hat für seine letzte Botschaft. Und wir wollten uns auch mit der Frage beschäftigen, wie eigentlich die Umstände aussahen, als unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf diese Welt gekommen ist. Das ist unglaublich wichtig. Weil immer wieder auch dem Muslim vorgehalten wird und gesagt wird, ihr tanzt aus der Reihe. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er gehört nicht in die Reihe der anderen Propheten, die vor ihm gekommen sind. Und warum sollte denn Gott bitteschön jemanden auserwählen auf der arabischen Halbinsel? Hätte er nicht jemanden in Jerusalem oder jemanden in Ägypten oder was ich wo auserwählen können? Warum denn gerade in Mekka auf der arabischen Halbinsel? Und genau mit diesen Fragen wollen wir uns jetzt beschäftigen. Zunächst erst einmal muss uns bewusst sein, dass die Zeit, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam hineingeboren wurde oder in die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hineingeboren wurde, vom Koran immer wieder als Jahiliyyah bezeichnet wird. Al-Jahiliyyah al-Ula. Und der Begriff Jahiliyyah bedeutet so viel wie Zeit der Unwissenheit. Und was ist konkret mit der Zeit der Unwissenheit gemeint? Mit der Zeit der Unwissenheit ist nicht gemeint, dass die Leute kein Wissen hatten. Nein. Sondern es gab zur damaligen Zeit mehrere größere Zivilisationen, in denen Philosophie sehr verbreitet gewesen war, in denen auch die Wissenschaften vorangebracht wurden, ob es im persischen Imperium war, im sassanidischen Reich oder bei den Byzantinern oder auch in China oder in Indien. Also es fehlte nicht an Wissen in diesem Sinne. Sondern was ist denn mit der Jahiliyyah gemeint? Mit der Jahiliyyah ist gemeint, dass der Stärkere den Schwächeren unterdrückt. Und deswegen gibt es einen schönen arabischen Vers, in dem es heißt, er ist aus der vorislamischen Zeit, Ala la yajhalanna ahadun alayna. Ist mir jetzt gerade eingefallen, dieser Vers, deswegen habe ich ihn nicht, inshallah finde ich ihn gleich. Also, wo es heißt, keiner sozusagen, der ist ein der arabischen Dichter, der mit seinem Stamm angeben möchte und prallen möchte. Und er sagt, ja, keiner, der gegen uns Jahl macht, was ist mit Jahl hier gemeint, von Jahili hier, derselbe Begriff, also der versucht, uns zu bekämpfen. Ja? So soll uns keiner bekämpfen mit Jahl und glauben, dass er uns unterdrücken kann. Weil wenn er dies tun sollte, dann werden wir im doppelten Maß zurückschlagen. Ebenfalls mit der Jahiliyyah. Und das ist damit gemeint. Und dementsprechend, wenn wir uns die damaligen Gesellschaften anschauen, ob es das Byzantinische Reich gewesen ist, oder ob es das Persische Imperium gewesen ist, oder ob es Indien gewesen war, oder auch China, dann werden wir sehr, sehr schnell erkennen, dass es in diesen Gesellschaften ein grundlegendes Problem gegeben hat. Und was war dieses grundlegende Problem gewesen? Dass der Stärkere den Schwächeren unterdrückt. In Indien hatten wir ein Kastensystem gehabt. Es gab eine Gegenbewegung, das war die buddhistische Bewegung gewesen, die versucht hat, dieses Kastensystem aufzuheben und zu bekämpfen. Aber am Ende war das Kastensystem stärker gewesen, wo die Menschen
in unterschiedliche Schichten unterteilt werden, wobei die Unantastbaren, ja, wobei es sozusagen Menschen gibt, die von Gott auserwählt wurden und von vornherein eine höhere Stellung haben als all die anderen Menschen in der Gesellschaft. Ebenfalls in Persien war es ähnlich gewesen, wo der persische Herrscher schon fast eine gottähnliche Person gewesen ist, die tun und lassen konnte, was sie wollte. Und wenn wir uns mal die Zeit anschauen nach und dem Leben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der Zeit von Umar ibn Khattab, als sie das persische Reich bekämpft haben, und dann hören, wie viel Reichtum die persischen und sassanidischen Herrscher gehabt haben und in was für einem Prunk sie gelebt haben und wie viele Sklaven sie hatten, tausende von Sklaven, dann kann man sich vorstellen, ja, wie der damalige Herrscher in Persien angesehen wurde, schon als eine Art Gott, den man angebetet hat. Und ebenfalls in Byzanz, wo es ja auch die Gladiatoren gab und die Menschen sich belustigt haben und so weiter und so fort. Also die Dinge, ja, die gab es in dieser damaligen Zeit. Und dementsprechend sprechen wir von einer Zeit der Jahiliyyah, wo die Menschheit im Grunde genommen auf jemanden gewartet hat, der mit einer Botschaft kommt, in der die Menschen gleichgestellt sind. Mit einer Botschaft der Barmherzigkeit kommt. Ebenfalls die damaligen Religionen, ob es im Sassanidischen Reich gewesen, also bei den Persern, oder ob es in Byzanz gewesen ist. Die Religionen waren nicht mehr das gewesen, was sie ursprünglich eigentlich sein sollten. Ob es das Christentum ist, in dem es sehr viele Konflikte gab unter den Christen selbst, die sich bekämpft haben, weil man nicht mehr wusste, was eigentlich die Wahrheit ist. Oder ob es bei den Zoroastriern gewesen war, im Persischen Reich, wo ebenfalls die ursprüngliche Botschaft verloren gegangen ist. Oder ob es in Indien gewesen ist, wo es 400 Millionen Gottheiten gegeben hat. 400 Millionen Gottheiten gab es zu diesem Zeitpunkt. Also im Grunde genommen ist der wahre Kern der Religion verloren gegangen. Und dementsprechend hat Allah subhanahu wa ta'ala gerade in dieser Zeit unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesandt. Und jetzt stellt sich die Frage, warum gerade auf der arabischen Halbinsel? Etwas sehr, sehr Wichtiges. Und hierfür gibt es mehrere Gründe. Einmal die sogenannten geografischen Gründe. Es gibt einen geografischen Grund. Und was ist der geografische Grund? Und zwar, die arabische Halbinsel liegt im Herzen der damaligen alten Welt. Welche Kontinente gehören denn zur alten Welt? Welche Kontinente gehören zur alten Welt? Was? Asien, Europa und Afrika. Und dort hat die Mehrheit der Menschheit gelebt. Und wenn wir uns jetzt die Weltkarte anschauen, dann fällt der Blick sofort auf, was für ein Land oder was für ein sozusagen Teil der Erde? Direkt auf die arabische Halbinsel. Die arabische Halbinsel liegt im Herzen der damaligen alten Welt. Und sie galt als Brücke zwischen den drei Kontinenten Europa und Asien und Afrika. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund. So konnte sich die Dawa in alle drei Himmelsrichtungen oder in alle vier Himmelsrichtungen ausbreiten. Dann ebenfalls, alle drei Kontinente hatten Interesse gehabt an der arabischen Halbinsel. Und das sehen wir auch gerade zwischen dem Persischen Reich und zwischen dem Byzantinischen Reich. Sie haben immer wieder versucht, Einfluss zu gewinnen. Auf was? Auf die arabische Halbinsel. Aber nicht nur die Europäer oder die Asiaten, sondern auch die Afrikaner. Welches Königreich hat dann versucht, Einfluss zu gewinnen auf die arabische Halbinsel, welches in Afrika liegt? Genau, in Abessinien, die Äthiopier. Und sie haben wo dann auch Einfluss genommen? Im Süden der arabischen Halbinsel, im Jemen. Ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum Allah subhanahu wa ta'ala gerade die arabische Halbinsel auserwählt hat, ist, dass Mekka abgeschieden war, ja, von den großen Zivilisationen oder im Allgemeinen auch die arabische Halbinsel abgeschieden war von den großen
Zivilisationen. Und dementsprechend diese nicht wirklich Einfluss ausüben konnten auf das Herz der arabischen Halbinsel. Nämlich Mekka, die Stadt, in der unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Das heißt nicht, dass es keine Christen gab in Mekka. Es gab aber nur Vereinzelte. Es bedeutet auch nicht, dass es nicht Leute gab, die sich andere Religionen oder andere Philosophien dann übernommen haben. Aber es bedeutet, dass der Einfluss relativ gering gewesen ist. Und das ist wichtig. Wenn wir uns beispielsweise, und ich komme jetzt langsam zum Ende, wir müssen die anderen Gründe dann das nächste Mal inshallah ta'ala erwähnen. Aber das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir uns beispielsweise das Christentum anschauen. Das Christentum ist wo entstanden? Also im heutigen Palästina. Das heutige Palästina, das war stark beeinflusst gewesen von welcher Kultur? Vom Hellenismus, also gerade dieser griechischen Kultur. Und deswegen wurde das Christentum auch relativ schnell beeinflusst von dem Hellenismus. Das heißt, von all dieser Philosophie, die damals verbreitet gewesen war, wurde das Christentum sehr, sehr schnell beeinflusst. Schon fast zur Zeit von Isa a.s. oder kurz nach seinem Tode. Und dementsprechend hat man sehr, sehr schnell eine Unterscheidung getroffen zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Judenchristen und einem Heidenchristen? Judenchristen sind Christen, welche Juden gewesen sind und sich dann zum Christentum gewandt haben, also an Isa alaihi salam geglaubt haben. Also die ersten Menschen, die Isa alaihi salam ohnehin angesprochen hat. Und Heidenchristen sind Christen, welche vorher keine Juden waren und dann das Christentum angenommen haben. Und viele dieser Heidenchristen haben ihre alten Vorstellungen über Gott und die Welt, ihre Philosophien dann mit übernommen ins Christentum, sodass sie dadurch das Christentum sehr, sehr stark beeinflusst haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Und das kommt jetzt nicht von mir, das kommt, wie gesagt, das kann man überall nachlesen. Und ich habe das direkt von einem Theologen gehört an der Universität. Und zwar, woher kommt eigentlich diese Idee, dass Jesus für die Sünden der Menschen am Kreuz sterben musste? Woher kommt diese Idee? Das ist keine urchristliche Idee. Sondern diese Idee kommt genau aus dieser Region, ja, nämlich, oder auch sozusagen von Menschen, welche vorher nicht jüdischen Glaubens gewesen sind, ja, sondern vom Hellenismus beeinflusst gewesen war, also von dieser ganzen griechischen Kultur und den griechischen Gottheiten, nämlich, was war ihre Vorstellung gewesen? Ihre Vorstellung von sozusagen ihrer Beziehung zu Gott war immer eine Vorstellung gewesen, dass man, damit die Götter zufriedengestellt werden, was machen muss? Ein Opfer darbringen muss. Denn man muss für die Götter opfern. Kennt ihr doch auch aus Filmen und habt ihr auch in der Geschichte gelernt. Man muss für die Götter opfern, damit sie mit einem zufrieden sind. Das hat wirklich ein Theologe, also ich saß an der Uni, das ist ein christlicher Theologe, ja, der an der FU dann eine Einführung zum Christentum gemacht hat, und der hat das wirklich so genau so geschildert. Und er meinte, diese Idee kommt ursprünglich nicht sozusagen aus dem Christentum, sondern ist übernommen worden aus dieser griechischen Kultur und ihrer Vorstellung von der Beziehung des Menschen zu Gott. Und sie haben das dann übertragen auf das Christentum. Und haben gesagt, es muss ja auch in diesem Glauben in irgendeiner Weise eine Form von Opfer geben. Und was ist das Opfer hier? Jesus selbst ist das Opfer. Und Jesus, der sündenfrei ist, musste am Kreuz sterben, damit Gott den Menschen ihre Sünden vergeben kann. Also Gott kann nicht vergeben, ohne dass es vorher ein Opfer gibt. Und dieses Opfer ist im Christentum dann wer? Dieses Opfer ist im Christentum dann Isa alaihi salam. Und da sehen wir, wie dann die anderen Ideen Einfluss gewonnen haben auf das Christentum. Und ich habe das nochmal sehr interessant, könnt ihr auch mal nochmal euch ein paar Artikel anschauen, inshallah ta'ala, im Internet, wie der Hellenismus wirklich das Christentum sehr, sehr stark beeinflusst hat.
Und jetzt kommen wir zum Islam. Der Islam ist entstanden an einem Ort, wo es sehr wenig Einfluss von außen gab. Und das ist unglaublich wichtig gewesen für die letzte Botschaft Allahs subhanahu wa ta'ala. Die letzte Botschaft Allahs wird dadurch charakterisiert, dass es keine Erneuerung gibt. Und dass diese Erneuerungen sehr, sehr schnell entlarvt werden und bekämpft werden. Und deswegen sagt ja unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, man ahdafa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa was? Verhurat. Wer in unsere Angelegenheit etwas einführt, was nicht dazugehört, das wird abgelehnt. Wie beginnen wir immer eine Khutba? Nach amma ba'd, fa inna asdaqa al-hadith kitabullah. Das ist ja ein Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das wahrste Wort ist das Wort Allahs. Wa khayral hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharral umuri muhtathatuha. Und die schlimmsten Angelegenheiten sind die, die erfunden wurden und eingeführt wurden in die Religion. Wa kulla muhtathatin bid'ah. Und jede Einführung ist eine Erneuerung im Glauben. Wa kulla bid'ah dalala. Und jede Erneuerung ist was? Ein Irrweg. Und dann gibt es noch den Zusatz, der ist umstritten. Wa kulla dalala fin nar. Ja, und jeder Irrweg ist im Höllenfeuer. Und deswegen, Allah hat diesen Ort auserwählt, weil er am wenigsten beeinflusst wurde von den anderen Zivilisationen. Und das gehört zu dem sogenannten Al-Akhdu bil-Asbab. Allah Ta'ala, er hätte natürlich auch unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wenn er mitten in China oder in Indien oder was ich wo gepredigt hätte, schützen können. Aber Allah Ta'ala, er berücksichtigt die Mittel, die zur Verfügung stehen, damit wir Menschen auch lernen, dass wir ebenfalls die Mittel berücksichtigen müssen und an die Gesetzmäßigkeiten halten müssen, wenn wir etwas in unserem Leben erreichen wollen. Das ist der letzte Punkt, den ich für heute insha'Allah ta'ala erwähne. Ja, es gibt noch einige andere Aspekte, was die geografischen Gründe betrifft, aber wir kommen noch zu den soziologischen Gründen. Das werden wir insha'Allah ta'ala dann das nächste Mal dann behandeln, mit auch dann den beiden wichtigen Ereignissen vor der Geburt unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam und dann endlich zur Geburt unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu gelangen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi, tawasaw bis-sabr.